Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von forexum.de. Das ist die Videoanalyse des Tages heute zum Thema Britisch Pfund gegen den japanischen Yen. Hier sehen wir eben Britisch Pfund gegen den japanischen Yen. Der Carsten, ehemaliger Coaching-Klient von mir und vielleicht bald auch mal wieder ein Nachcoacher, der hatte heute mir sowieso eine Mail geschrieben bezüglich Britisch Pfund, japanischer Yen. Da hatte eine Frage dazu und da trifft sich's ganz gut, dass ich heute sowieso über das Britisch Pfund gegen den japanischen Yen berichten wollte. Das ist ein Kandidat, den wir jetzt seit langer Zeit nicht mehr angeschaut haben. Das hat jetzt nicht den Grund, dass es uninteressant geworden ist, sondern einfach mangels interessanter Bewegung keinen Grund gab, hier ein Update-Video zu machen. Wir schauen uns das mal kurz im Monatschart an, damit wir mal so einen groben Überblick bekommen. Im Britisch Pfund japanischer Yen befindet sich ja hier in einem sehr, sehr schönen Aufwärtstrendkanal bereits seit Juli 2013. Gut, da wusste man noch nicht, dass es ein aufwärtsgerichteter Trendkanal ist. Jetzt wissen wir das, das hilft uns natürlich ungemein weiter, denn wir wissen, wo die gewissen Anhaltspunkte sind. Außerdem, wenn wir hier mal das Fibonacci-Retracement ansetzen an diese gesamte Abwärtsbewegung, die wir hier gesehen haben, befindet sich der Kurs momentan am 78,6er, 76,4er-Retracement, beziehungsweise hat das 61,8er schon gebrochen und getestet. Das heißt, wir sind hier auf einen sehr, sehr starken Widerstand gestoßen. Das hat uns nicht nur das Fibonacci-Retracement gesagt, sondern auch das bisherige Jahreshoch, welches wir hier erreicht hatten. Moment, da muss ich mal schauen, ja, das bisherige Jahreshoch hier im Juni entstanden bei ca. 1,95, ja, runden es mal ab auf 1,95,50, da ist es entstanden und dann kam die große Korrektur. Das hätte auch noch ein Stück weiter gehen können, denn das 100er Expansion Level, das war ja hier noch ein Stück weiter oben. Ist auch völlig egal, beziehungsweise Jacke wie Hose, denn wir haben damit gerechnet, dass der Kurs hier noch weiter in Richtung Süden fährt. Warum? Ja, wir haben hier eine starke Performance mittlerweile hingelegt, haben auch dieses Ausbruchs- oder beziehungsweise dieses letzte hochgebrochen und alles nicht so wirklich getestet. Es gab zwar einen kleinen Spike hier runter, aber so richtig den Trendkanal oder die Trendkanalunterseite mal wieder berührt, das haben wir eben nicht. Und wir haben an der Oberseite schon zwei Berührungspunkte, an der Unterseite erst einen. Und da wäre es einfach schön, wenn wir hier noch einen zweiten generiert bekommen, beispielsweise hier im Bereich der 1, ja, 1,84er Zone, 1,83, sowas in der Richtung. Weekly 50er, 55er EMA vielleicht in Kombination dazu. Und da müssen wir noch sehen, dass wir das jetzt hier umgesetzt bekommen, wenn es denn wirklich zu einer Korrektur kommt. Das, was natürlich den Korrekturwillen oder die Annahme dazu ein wenig verstärkt, ist die Tatsache, dass wir hier ein tieferes Hoch gebildet haben. Jetzt seit ja, Anfang August. Das hatte ich ja in den letzten Analysen immer mal wieder gesagt, wo es hier so stark runterging. Hatte ich gesagt, nee, das ist mir noch nicht so die Korrektur, die ich sehen möchte. Klar haben wir hier schöne Gewinne mitgenommen auf der Short-Seite. Long hier überhaupt nichts. Das muss ich sagen, weil mir es ja einfach viel zu unsicher war. Hat mir überhaupt nicht in den Kram gepasst, diese Bewegung hier. Klar, das wäre vielleicht mehr Glück als Verstand gewesen. Aber trotzdem wollte ich das einfach nicht machen. Wenn man hier gute Anhaltspunkte hat, meinetwegen, aber für mich war es eben nichts. Wer das mitgenommen hat, Glückwunsch. Ich möchte jetzt mich erst einmal ja, nach diesen klaren Handelssignalen richten, die jetzt hier generiert wurden. Was ich sehr, sehr gerne sehe, ist so ein steiler Trendkanal, der sich ja, im Zuge so einer sehr, sehr schnellen Rallye bildet. Ja, die eben noch nicht getestet wurde, beziehungsweise wo im Gesamtbild eine größere Korrektur notwendig wäre. Was hier noch zusätzlich dabei hilft, ist hier diese 1,9250er Marke in Kombination mit dem Daily 50er, 55er EMA. Und hier möchte ich eben gerne sehen, dass wir einen Tagesschlusskurs drunter bekommen. Denn das wäre ein gutes Zeichen, dass wir das Ganze hier bei einem Retest hin an den Daily 50er, 55er, beziehungsweise hier an diesen Trendkanal shorten könnten und dann weiter, ja, müssen wir dann gucken, erstmal in Richtung nächster Supports bei ca. 1,90, also 190 und dann in weiterer Folge hier zu unserem eigentlichen Retest-Bereich an der Trendkanalunterseite.
Und wenn wir eben keinen Schlusskurs unterhalb dieser Unterstützung bekommen sollten, vielleicht nur so ein bisschen Larifari, ja, der Tag schließt vielleicht an diesem Daily 50er, 55er EMA, dann könnte es sich hier um einen Fehlausbruch handeln. Und da wäre ich vorsichtig, wenn der Kurs hier nochmal hochkommt, dann an diesen Trendkanal, dass man dann wirklich gleich einsteigt. Da würde ich erstmal gucken, okay, trifft er hier wirklich auf Widerstand? Geht er hier wirklich wieder zurück? Oder ist das Ganze vielleicht bloß eine Nebelkerze gewesen, dieser Ausbruch, und wir sind sehr, sehr schnell wieder hier am Ball. Spätestens wenn der Kurs wieder in diesen Trendkanal hereingerät, ja, wenn er wieder hier reinkommt und das Ganze dann von oben her die Unterseite von innen testet quasi, dann könnten wir uns hier long engagieren und das Ganze erst einmal in Richtung 1,9660, also zum 100er Expansion Level, beziehungsweise dann weiter hochtreten in Richtung 200er Kursmarke. Das ist momentan nicht der Fall. Wir sind schön bereits unter dem Daily 50er, 55 EMA, und aber auch hier an dieser Seite, selbst wenn wir einen Schlusskurs darunter bekommen, wäre ich eben auch vorsichtig, so wie das gerade mit dem Sell Limit hier oben gesagt haben, denn jetzt hier gleich am Daily 50er, 55er an das Sell Limit zu legen, ist vielleicht, wie gesagt, ein bisschen gefährlich, da ja der Trendkanal nicht getestet wurde. Darauf müssen wir achten. Auf dem H4 haben wir jetzt nicht wirklich die entsprechenden Signale bekommen. Wir hatten hier noch eine kleine Zwischenkerze, aber das war ja nichts. Hier war einfach der 237er IML. Deswegen war hier ein bisschen Pause, und da musste er erstmal wieder ein bisschen Schub rein, damit das Ganze hier ausbrechen kann. Alles in allem aber ein sehr, sehr schönes Szenario, was wir hier vor uns haben, so in die Long- sowie auch in die Short-Richtung. Und deshalb bleibt British Pfund, Japanisch Yen hier auf jeden Fall im Spiel, beziehungsweise auf der Watchlist. Er hat uns ja hier reichlich Gewinne beschert, gerade als ich hier am Weekly 50er, 55 EMA gescheitert war, beziehungsweise an diesem letzten Widerstand hier bei circa, was hat mir 1,7460 beziehungsweise 1,76, und da hatten wir die erste Long-Position eröffnet, die hier sehr, sehr schön den Markt ging, 2000 Pip geholt hat, und letztendlich auf dem Weg nach oben haben wir immer mal wieder nachgekauft, beispielsweise als diese bullische Flagge hier gebrochen wurde bei dem Retest. Da hat man eine sehr schön, ja, relativ eng gestoppte Position, ungefähr 80, 90 Pip Stop Loss. Dieser hier auch schön hochgelaufen, um die 1400 Pip. Ich muss dazu sagen, dass ich jetzt nicht, dass ich die nicht gleich hier rausgenommen habe. Da kann sich vielleicht der ein oder andere dran erinnern. Also es hätte ja sein können, er geht hier noch weiter. Sondern als jetzt eben diese erste große Korrektur kam, da habe ich es ja bloß gehedged, die Position. Aber als er jetzt eben hier wieder die letzten Tage immer wieder dran gescheitert ist, an diesem Widerstand, das war für mich das Signal, okay, jetzt will einfach nicht mehr über die 1,95 drüber. Trendkanal, wie gesagt, diese ganzen Short-Handelssignale, die ich vorhin schon aufgezählt habe, die haben sich eben gehäuft. Dann habe ich gedacht, okay, nehmen wir jetzt mal mit einen fetten Batzen und jetzt guck mal, wie wir uns hier weiter engagieren können. Was hier auf jeden Fall sich im Markt schon befindet, ist bereits eine Short-Order, die erst nur als Hedge wieder gedacht war. Die ist hier in den Markt gegangen, als der Kurs das Ganze nochmal getestet hat. Stops waren hier über diesen Hoch. Ich habe nicht direkt mehr über diesen Spikes gestoppt, weil mir das einfach ein bisschen zu heavy war, sondern ich habe das Ganze ja ein bisschen weiter lieber gestoppt. Das waren hier reichlich 100 Pip, also um die 110, 120 Pip. Das war alles noch im Rahmen. Da mag vielleicht der eine oder andere jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen, oh Gott, so ein großer Stop-Loss. Aber das hängt ja auch ein bisschen damit zusammen, was ich mir hier erwarte von dem Short. Ja, wenn das hier wirklich weiter Short geht, dann möchte ich ja mindestens erstmal die 1,90 erreichen, beziehungsweise hier 1,89, so diesen Bereich. Und selbst wenn wir nur bis zu 1,90 kommen, hätte ich ja hier schon einen Take-Profit von ungefähr 480 Pip. Wenn wir jetzt, sage mal, 120 Stop-Loss haben, dann habe ich ja schon ein CAV von 4 zu 1, und das ist doch alles in allem total super. Und deswegen, ja, möchte ich mich jetzt auch nicht davon trennen. Wie gesagt, zwar erst ein Hedge, und als dann die Short-Signale sich hier verstärkt haben und ich die Long-Position aufgelöst habe, habe ich das Ganze eben zu einer gewinnorientierten Order gemacht. Und da ist es ja gut, dass sie sich bereits im Markt befindet. Solche Signale, wenn man die sieht, kann man einfach nutzen. Es ist ein super Signal, wenn kein neues hochgebildet wird. Man hat einen schönen Stop-Loss-Orientierung etc. pp. Also das gefällt mir schon prinzipiell ganz gut. Was ich hier nicht wollte, war bis zur Trendlinie runter traden. Weil, wenn ich nur das gemacht hätte, nur bis zur Trendlinie runter, das wäre etwas anderes, denn man weiß ja nicht, wann trifft der Kurs hier rauf. Ich glaube, da hatte mich auch der Carsten gefragt, schönen Gruß an dieser Stelle übrigens, ob er hier einsteigen kann, Short, und bis zur Trendlinie runter traden kann. Da hatte ich gesagt, nee, das wäre mir zu heikel, denn
Man weiß ja nicht, wann der Kurs dann auf diese Trendlinie auftrifft. Es kann ja auch sein, okay, man erwischt hier oben einen schönen Short, aber die Trendlinie wird, ja, der Kurs bewegt sich ganz langsam zur Seite erst runter und trifft dann hier bei 60 Pip drauf. Dann hat man vielleicht einen Stop-Loss gehabt von 110, 120 Pip und ja, einen Take-Profit von 70 Pip und das haut ja nicht hin. Ja, ich habe ja auch bloß diese Short-Order hier als Gewinn-Order eben gehabt oder jetzt machen können, weil ich sie sowieso als Hedge schon drin hatte. Ansonsten hätte ich mir das vielleicht auch nochmal überlegt. Aber grundsätzlich ist es, also wenn ich jetzt nur bis zur Trendlinie hätte gewollt hätte, aber grundsätzlich ist das hier ein schönes Signal, wenn man so eine Konstellation sieht. Gut, in diesem Sinne verabschiede ich mich ins Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder. Ich wünsche allen ein schönes, angenehmes Wochenende. Lasst mal die Finger vom Chart und bis nächste Woche. Tschüss.